Hallo ihr Lieben und willkommen zur August-Ausgabe der Loot-Chest. Ja, es ist wieder Loot-Zeit und ich habe diesmal auch mein Awesome-Shirt hier an. Daddelzeit. Von meinen awesome-sticken Freunden geschenkt. Danke hierfür. Und beim letzten Mal habe ich es irgendwie verdaddelt, das anzuziehen. Da war es in der Wäsche. Aber diesmal habe ich es an und bin gerade zu Hause, um das hier in Empfang zu nehmen. Und ich glaube, wir machen das einfach mal flott auf, damit ich essen kann. Oh, habe ich es noch nicht ganz. Oh, ich habe es unsauber aufgemacht. Egal. Pfui über mich. Gut, was kommt mir denn erstmal entgegen? Natürlich das Lootbook, was ich mir allerdings wieder erst im Anschluss anschauen werde. Und was ich gleich Ich habe was Schönes gesehen. Ihr werdet euch vielleicht auch noch freuen, aber erstmal. Ah, ich sehe schon, wovon das ist. Etwas, was ich mir noch im Kino angucken will. Und nein, es ist nicht Mythbusters. Es ist ein wunderschönes. Suicide Squad Poster. Mal sehen, wenn der Film gut ist, wird es irgendwo in meinem Zimmer landen. Wenn nicht, ist Harley Quinn immer noch sexy. Gut, dann rollen wir das so halbgar mal wieder zusammen. In der Rolle verstauen kann ich das später. Lege ich erstmal hier zur Seite. Und als nächstes wieder irgendwas Schönes von Zelda. Warte mal. Zelda. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Wo ich keine Ahnung habe, was das sein soll. Aber dafür kann man es ja mal auspacken. Ach so. So ein Schweißbändel. Kann man auch haben. Mal kurz gucken, dass ich das Ding hier abbekomme. Ups. Ah, da zieht's Fäden. Du von mir. Katsching! Boom! Fertig hier mein Benji. Sonst steht da nichts Genaueres. Nichts Genaues weiß man. Oh, sowas hatte ich auch endlos lange nicht. Magic Gum. Dieses Granulatzeugs, das so schön knistert im Mund. Und sich dann zu so einer schönen Kaugummi-Masse formt. Und als nächstes haben wir was von wieder Superhelden. Batman vs. Superman. Mal gucken, mal schauen, was wir da genau haben. Oh, das kann man immer gebrauchen. Ein wundervölligen Kugelschreiber. Warte mal. Da haben wir es. Schön für die Kamera. Steht hier noch irgendwas Sinnvolles? Nee, irgend so ein Warnungsgedöns nur. Achso, 4-in-1 Kugelschreiber. Zur Benutzung bei Präsentationen vorgesehen. Der ist mit Laserpointer. Schau eine an. Warte mal, hat er denn auch PowerPoint-Funktion? Das wäre natürlich der Oberhammer. Wenn der auch noch für PowerPoint. Steht da irgendwas? Nö, von PowerPoint steht da leider nichts, aber ich kann das ja bei Zeiten mal ausprobieren. Wie! Der Laserpointer funktioniert. Oh, die Taschenlampe hat er auch. Und vermutlich kann er auch schreiben, das ist ja Wahnsinn. Jetzt fehlt mir nur noch die vierte Funktion, aber vielleicht ist das so eine Art Ratzefummel zum Ausradieren. Egal, ich find's geil, auch wenn
mich zugegeben, Superman vs. Batman, den habe ich mir gar nicht erst angeguckt, weil ist mir irgendwie egal. Ich kann nichts damit anfangen, da ist Suicide Squad für mich schon interessanter. Aber haben noch mehr. Die haben endlich, ich glaub's nicht, eine Pop-Games-Figur. Geil, oder? Das einzige Problem, Call of Duty. Ich glaube, das ist so von allen Sachen von den Pop-Figuren so mit das, wo ich am wenigsten anfangen kann, weil Call of Duty. Aber ich mag die Figuren und deswegen wird er schon irgendwie seinen Platz finden und alle, die herkommen, werden sagen, oh, du spielst Call of Duty? Und ich sag dann, was? Du erkennst die Figur? Oh, ein T-Shirt gibt's auch wieder. Mal sehen, was das genau ist. So. Das ist... Das sieht fast nach Tim Burton aus. Mal schauen. Die Farbe gefällt mir jedenfalls. Ach nö. Das ist gut. Das ist Pokémon. Da seht ihr Ash, Pikachu, Taubsi ist auch noch oben irgendwie. Und was ist da noch zu sehen? Taubsi, Ash, Pikachu. Wenn es nach den ersten Folgen ginge, müsste da eigentlich auch ein Raupi drauf sein. Ah, finde ich geil. Passt auch farblich. Voll meine Farbe schwarz. Das mag ich auf jeden Fall. Kommt hier mal über die Tastatur. Und wir haben noch was. Ja, das ist doch gut. Das brandneue Marvel-Universum. Leseprobe. Für mich gar nicht mal so schlecht, weil ich... Ja, meine Jugend war mehr die Mangas. Und da mal ein bisschen reinzuschnuppern... Warum nicht? Kann man mal machen. Was haben wir denn da? Captain America, Miss Marvel, Spider-Man und Nova. Oh. Werde ich auf jeden Fall mal schön auf dem Klo durchlesen, wie es sich gehört. Und das Ding ist alle. Aber macht nichts. Ich bin soweit echt zufrieden. Und wir können natürlich nicht die Folge beenden, ohne mal ins Lootbook reinzuschauen. Hey ho, Looter! Auch uns hat Pokémon Go aus dem Büro auf die Straßen geholt. Mich auch. Natürlich erst nach getaner Arbeit, wobei mich dieser Trend mittlerweile wieder verlassen hat. Ich freue mich eher auf Sonne und Mond, aber vielleicht kriegen die auch Pokémon Go noch ein bisschen gefixt. Dieser Trend wirkt sich natürlich auch auf den Inhalt dieser Loot-Chest aus. Alle angehenden Pokémon-Trainer dürfen also gespannt sein. Ja, das T-Shirt hat mich gefreut, auch wenn ich nicht mehr so mit Pokémon Go bin. Wie wir auf Facebook schon kurz berichteten, beteiligt sich Loot-Chest an der Aktion Trees of Life. Bitte mitmachen. Die gleichnamige Organisation unterstützt die Regeneration der Regenwälder auf Madagaskar. Für jeden virtuellen Baum, den Unterstützer kaufen, wird auf Madagaskar ein realer Baum gepflanzt. Die Bäume bieten nicht nur Lebensräume für die Tiere, sondern liefern auch Nahrung, Sauerstoff und zusätzliche Arbeitsplätze und Einnahmequellen für Einheimische. Also lass uns gemeinsam Gutes tun. Über diesen Link kommst du auf unsere Seite bei Trees of Life und ich bin der Meinung, für 2,80 oder so kann man da einen Baum pflanzen. Also kostet nicht die Welt. Schöne Sache. Oh, das Ganze nochmal auf Englisch. Wen haben wir denn hier? YouTube-Gewinnspiel. Gewinner und Gewinn des Monats. Ich bin leider nicht der Gewinner. Letztes Mal konnte man ja, wenn man Unboxing macht, also quasi das, was ihr euch anschaut, hat man sich für ein Gewinnspiel qualifiziert, wo man was von Game of Thrones gewinnen konnte. Da war ich eigentlich richtig geil drauf. Aber bin ich nicht geworden, sondern der Nils oder bei YouTube auch Zummer. Mach mal Zummer. Oder war das was von Herr der Ringe? War der Hobbit-Vertrag? Aber egal. Was brauchen wir denn diesmal? Das Gewinnspiel ist wieder das gleiche.
ein Unboxing hochladen. Hiermit getan. Bild einsehen, blablabla. Was kann man denn gewinnen? Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Vielleicht habe ich es auch einfach überlesen in der Hast. Dann wird noch hier Feature Channel von RioCut. Kenne ich auch noch nicht. Könnt ihr mal drauf schauen? Beim letzten Mal war ich teilweise etwas enttäuscht von der Qualitätskontrolle der YouTube-Channels, weil da irgendwie die Qualität nicht unbedingt so dolle war. Und jetzt zum Loot. Das Pokémon-T-Shirt. Das gibt es in drei Couleurs quasi. Das ist eigentlich entsprechend den Teams und ich habe damit Pech gehabt, weil das gab es in Rot, Blau und Gelb. Ich bin leider Team Rot und das Shirt hat blaue Farbe. Schade. Aber das Blau ist so neutral, da denkt niemand daran, dass die Teamfarbe ist, außer hat das selbst. Marktwert knapp 15 Euro. Und Call of... Oh, okay, das ist sowieso Call of Duty Funko Pop. Da hatte ich also keine andere Wahl. Mensch, Lucha ist doch nicht Call of Duty. Das ist doch unter den Nerds eigentlich so unterster Keller eigentlich angesehen. Naja, 15 Euro und... Hey, es ist eine Funko Pop Figur, von daher... Darüber freue ich mich richtig. Das, liebe Loot-Chest-Team-Leute, bald bitte bei. Ich freue mich endlich auch mal so eine Funko-Pop-Figur da drin gehabt zu haben. Richtig geil. Werbung fürs Pummel-Einhorn. Gibt es sogar als App-Store. Muss ich mir mal runterladen. Und ein Zelda-Schweißband. Genau, das hatten wir auch schon. Marktpreis 5 Euro. Suicide Squad Wood. Marktpreis knapp 8 Euro. Okay. Genau. Dann gab es noch das Magic Gum Zeugs dazu, die Leseprobe. Und das Plus-Item war der 4-in-1 Kugelschreiber. Vielleicht steht da drin, was die vierte Funktion ist. Ah, jetzt verstehe ich. Mit diesem Tool werden die Funktionen eines Laserpointers, Check, einer Taschenlampe und eines Touchpads für dein Tablet oder Smartphone und eines Kugelschreibers miteinander kombiniert. Ah, Touchpad, das fehlte. Ansonsten Werbung für Pentasports hier. Haha, ich mache Werbung. Scheiße, jetzt bin ich ein gewerblicher Channel. Das ist doof. Und für G-Portal, wo ich einen gratis Minecraft-Server? Tatsache? Offenbar ja. Ich kann mir einen gratis Minecraft-Server holen. Ob ich den hosten will, weiß ich nicht. Minecraft ist cool, aber ob ich einen eigenen Server brauche, ich glaube nicht. Naja. Jetzt habt ihr ja eh den Code. Habe ich euch ja gezeigt. Wenn jemand von euch früher dran ist, dann viel Spaß mit dem Code. Kann ich gut mitleben. Oh. Und das war die Loot Chest. Also, um nochmal das Ganze zu resümieren. Das Poster, was ich irgendwo da liegen habe, finde ich schön. Ich werde den Film eh noch gucken. Passend dazu auch so ein Marvel-Comic. Weiß nicht, ob die neuen Dinge bei den Fans eher verpönt sind, aber ich freue mich. Die Funko Pop Figur generell richtig toll, nur die Thematik, naja, muss ich mitleben. Das Pokémon Shirt. Ich bin zwar Team Rot, habe auch noch ein. Warte mal. Habe ich hier gerade liegen. Team Rot Shirt. So. Damit ist dem Genüge getan. Aber ich werde es trotzdem tragen. Mit Stolz. Einfach weil Pokémon meine Jugend ist. Das Naschen, damit kriegt man mich eh immer.
Zelda-Schweißband. Ich kann jetzt mal Sport treiben. Ansonsten brauche ich nicht so dringend. Hab noch nie Schweißbänder gehabt, aber einmal ist immer das erste Mal und hey, es ist Zelda. Und dann der Kugelschreiber, den werde ich sicherlich nutzen. Also meine Top-Items sind definitiv T-Shirt und Kugelschreiber. Und so ein Stückchen weit auch die Funko-Pop-Figur. Und ich bin damit im Großen und Ganzen richtig zufrieden und hoffe, dass es euch ebenfalls gefallen hat. Und weil ich es immer vergessen habe, bisher zu sagen, ihr könnt die Lootbox auch selbst bestellen. Ich glaube, ein Monat ist 25 Euro. Bei einem 6-Monats-Abo sind es pro Monat 20 Euro, die ihr für die Loot-Chest zahlt. Wenn ihr das Plus-Item, in diesem Fall dieser tolle Kugelschreiber, dazu haben wollt, sind es nochmal 5 Euro mehr. Aber die lohnen sich. Und ja, der Link zur Loot-Chest wird wie immer in der Videobeschreibung drin sein. Ebenfalls Link zu Facebook und Twitter, wobei ich Twitter eigentlich mehr nutze für mein Let's Play-Gedöns. Und ja, klickt rein, klickt den Daumen, kommentiert, teilt es und schaltet wieder beim nächsten Mal rein, wenn es heißt Lootzeit Septemberbox. Ja, ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao, ciao.